Herzlich willkommen zu ZF On Air. Wir sind aktuell in Hockenheim, wo aktuell die Formel 1 zu Gast ist. Und bei uns sind jetzt zwei Formula Student Teams, und zwar aus? Aus Aachen von der RWTH. Und? Aus Friedrichshafen von der DHBW Ravensburg. Und jetzt wollen wir ein bisschen mehr erfahren zu Formula Student in unserem Zeppelin. Ihr habt erzählt, ihr studiert Luft- und Raumfahrttechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Aber euch interessiert auch noch ganz besonders was an Motorsport. Was ist es genau? Genau, wir sind Teil der Formula Student. Das ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, in dem Studenten innerhalb von einem Jahr ein komplettes Rennauto konstruieren. Und das kann entweder ein Verbrennerfahrzeug sein oder ein Elektrofahrzeug oder sogar jetzt ganz neu autonom fahrende Rennwagen. Und ist es Teil von eurem Studium oder wie funktioniert der Wettbewerb genau? Nein, das ist kein nicht Teil des Studiums. Das ist ein sehr intensives Hobby. Wir sind ein Team von ungefähr 70 Leuten und der Wettbewerb funktioniert so, dass wir einmal die statischen Disziplinen haben, also einen Cost Report, einen Businessplan und auch unser Design verteidigen müssen. Und dann gibt es auch noch die dynamischen Disziplinen, wo wir eben in verschiedenen Disziplinen zeigen müssen, dass unser Auto auf der Rennstrecke auch sich performant bewegen kann. Ja, das klingt recht aufwendig. Kriegt ihr da irgendwie Unterstützungen von Professoren oder auch von externen? Auf jeden Fall. Also wir haben die theoretische Unterstützung von Professoren, wo es Fachwissen gibt, aber auch richtige Sponsorings aus der Industrie, wie zum Beispiel von ZF. Das wäre dann ein monetäres Sponsoring, weil wir auch viele Teile einkaufen müssen. Es gibt aber auch einen Workshop, der uns weiterhilft. Und es gibt jedes Jahr das ZF Race Camp, was ein Probe-Event ist vor den richtigen Events, wo man alles nochmal üben kann, das Auto feintunen und aber auch die statischen Disziplinen üben kann. Jetzt demnächst steht die Formula Student Germany, praktisch das finale Event, vor der Brust. Dafür wünsche ich euch schon mal viel Erfolg und auch viel Spaß. Vielen Dank.